Monet, Renoir oder Cézanne kennen nicht nur Kunstliebhaber. Bei Camille Pissarro sieht das anders aus. Selbst Kenner müssen da manchmal passen. Für die französischen Impressionisten war er indes eine Vaterfigur. Paul Cézanne nannte ihn wörtlich einen Mann, den man befragen konnte und etwas Ähnliches wie der liebe Gott. Das Picasso-Museum in Münster zeigt jetzt rund 100 seiner Werke. Dazu begleitend präsentiert das Museum raumgroße Fotos, in denen Pissarro wie der liebe Gott auf die Besucher hinabschaut. Die Grafiken stammen aus der Pariser Bibliothek Nationale de France und sind erstmals in Deutschland zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 17. November.